Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich wollte mal wieder ein kleines Zückerli hochladen, weil in letzter Zeit mache ich immer Livestreams und da habe ich gedacht, komm, letztes Mal wieder so eins hoch, wo ich euch einfach mal 2, 3 Minuten mitnehme. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Einfach nur wahllos mal und zwar mit meinem neuesten Zehner. Wir grinden ja auf den einer von uns drei Bots. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr regelmäßiger Zuschauer meines Kanals seid. Hat ihn leider noch immer nicht. Darum habe ich gedacht, komm, bringst du mal ein paar Spiele mit dem. Einfach so mal zwischendurch. Und zwar geht es mit dem STB1. Nices Teil, der macht richtig Spaß. Also, ich kann zwar noch absolut nicht mit dem umgehen, aber macht irgendwie trotzdem Spaß. Ne? Die Runden sind echt nice. Und was an dem am meisten Spaß macht, ist das hier. 14 Grad. Das ist eine Ansage. Und Highdown ist der richtig, richtig geil. Von der Panzerung darf man nicht so viel erwarten. Aber wie gesagt, wenn ihr nur euren Turm zeigt, ist das sehr bouncy. Und mit 14 Grad bleiben keine Fragen offen, oder? Gut. Jo, was habe ich da verbaut? Also, das, was ich rumliegen hatte, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich bin immer ein Freund der Lüftung. Es boostet alles ein bisschen. Dann eben den Stabi und den Ansetzer. Ja, ich möchte den Reload. Ja, was heißt, die Nachladezeit möchte ich ein bisschen verkürzen. Tarnung schadet auch nie, hatte ich rumliegen. Kommt rein, habe ich genug auf Lager. Oh. Die Crew ist sehr bescheiden, darum habe ich eben noch Tarnung ausgewählt hier als Direktive. Und ja, von der Crew darf man nicht so viel erwarten. Aber eben, es ist die erste, ja, die ersten zwei Panzer hier, STA-1 und STB-1, das ist die erste Linie bei den Japanern, die ich so gegrindet habe, darum ist die Crew auch noch relativ schlecht. Aber guckt mal hier. STA-1 ist sie noch schlechter. Da habe ich jetzt wieder eine neue reingesetzt. Gut, soll aber jetzt um den STB-1 gehen. Ich nehme euch einfach mal 2, 3 Runden mit. Für alle, die Unicum-Gameplay suchen, erwarten, bitte jetzt weiterklicken. Okay, und die, wo dran geblieben sind, wir haben ein bisschen Spaß, oder? Gut, ein bisschen Spaß gegen den T95 V4201. Jawohl! Aber egal, wir geben unser Bestes. Ja. Gedacht, komm, kann ich da auch noch Livestreams bringen? Jetzt bringe ich einfach mal so 2, 3 Replays. Einfach mal so raus. Hier, da ist die Geschossgeschwindigkeit 950 Meter die Sekunde, ist relativ bescheiden. Darum schieße ich auch ganz gerne hier die Standard, da haben wir fast 1200 Meter die Sekunde. Jetzt schauen wir mal. Wir lassen die gerade mal drin. Wir können dann später immer noch auf Premium umladen. Aber die Geschossgeschwindigkeit ist einfach besser. Meistens kommen auf dem Feld ein paar Mates oder Lights. Da brauchst du jetzt nicht die große, dicke Wummel, sondern erreicht Standard-Muni. Dafür ist die Geschossgeschwindigkeit gut. Schauen wir mal. Reicht seitlich fürs 268. Ja, noch ein bisschen Arsch. Na, schade. Haben wir noch? Ja. Eben habe ich lieber eine gute Geschossgeschwindigkeit und trifft dann auch die Ziele. Da kommt wohl jetzt nichts mehr. Für die Heavys und die dicken Brummer habe ich ja nie zwei. Haben sie sich weit rüber gezogen. Warten wir mal ab, was da so kommt. Ja, wie gesagt, das ist der harte WoT-Alltag jetzt. Das kann jetzt auch in die Hose gehen. Ich nehme euch einfach mit Scheiß drauf. Aber ich habe eben gedacht, ich bringe mal wieder was Normales hier. Mit dem Livestream, mit den Boys. Ich meine, es ist ja auch schön mit den Boys, aber bin auch mal ab und zu allein unterwegs. Na, gedacht, das könnte man zerschießen. Naja. Doch. Ja,
Oh, sorry. Okay. Schüsschen aus 430 Us isoliert sich gerade in unseren FV. Versuche mal zu helfen, das ist nicht gut, Jungs. Hallo? Team? Flucht? Kommen wir noch weg? Na, einen habe ich gekriegt. Mist. Ja, ist gut, Adi. Ich bin's doch nur. Was ist denn los? Habt ihr das gesehen? Es war Mordsleck gerade. Die Seite. Na schade. Hätte ja klappen können. Scheißrunde. Naja. Keine Ahnung, was da war mit dem Einschuss. Das ist jetzt doof. Jetzt gucken wir mal noch ein bisschen zu. Gut, es ist eins in der Nacht. Ganz wach bin ich auch immer. Performance war durchschnittlich. Ah, kommst du noch weg? Ups. Okay. Leicht ausgebrannt, aber nur leicht. Ach komm, stirb. Wir werden eine zweite Runde machen. Satz mit X war wohl nix. Und tschüss. Na klar, bounced der. Das ist auch sowas mit diesen EBRs. Aber gut, lassen wir das Thema. Ihr kennt's alle. Hui. So, jetzt gucken wir noch der sterbenden Arti zu. Okay. Der Herr Toys hat mich zerstört. In seinem OP-Tank. Na gut, keine Schande. Gleich noch eine Runde. Aber hat jetzt nicht so doll gesehen. Diese Gun Depression beim STB-1. So was die fähig ist. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt gleich eine Karte. Wo das ein bisschen seht.
sehen kann. Ah ja. Okay. 3 AT läuft. Oh, schon wieder 2T95. Leck mich doch am Job. Es gibt jetzt diesen neuen italienischen Heavy. Das soll ja ganz gut sein. So der arme Leute, OP-Tank. Mal gucken, ob der mithalten kann. Aber das soll ganz ordentlich sein, weil das ist echt frustrierend. Also, wenn du so die normalen Meterpanzer hast und du musst dauernd gegen irgendwelche, jo, 279 oder T95 FV kämpfen, das ist irgendwie. Irgendwie ist es leicht deprimierend. Okay, der Herr Babbo spielt oben. Scheiße, ich bin jetzt ziemlich allein. Es wird auch wieder eine ganz, ganz schnelle Runde geben. Mal gucken, ob sie rüberpieken. Die Herren und Damen, OP-Tanks. Arsch, bist du relativ safe sein? Ja. Ne? Ja. Piekt nur! Ein lecker FV steht da rechts. Piekt nur an einem OP-Tanks. Es hält euch keiner auf. Ist gut, dass mein Arsch ein bisschen safe ist, dann kann ich hier schön arbeiten. Der Kuppe und die kriegen es schön besorgt, die Herrschaften. Ja, pick du nur, komm. Da ist der nächste. Ah! Scheiße. Ja! Danke, RNG, der saß. Es gibt doch nur einen Gott. Komm, ich bin auf dich. Bisschen scharf da oben. Na komm. Na komm. Du willst mich doch. Na komm, du bist doch ein guter Spieler. Wo ist der Bub? Wo ist der Bub? Der Bub will nicht machen. Und dann? Ist er noch? Na komm, noch ein Stück. Jetzt beeil dich, ich muss auch noch was tun hier. Ah, shit! Krieg Zahnschmerzen. Ja! Ja! Oh, Scheiße! Läuft bei ihm! Okay. Nur keine Panik, Leute, nur keine Panik. Oh, jetzt gar nichts mehr. Ich habe keine CDs mehr. Wo sind die alle? Das ist doch scheiße, Leute. Soll ich da mal. Warte mal. Ich fahr da mal lang. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Grille.
Komm, wir grillen eine Runde. Ah, doch nicht? Ja, ich weiß schon. So, runter mit der Kanone. Ups. Darauf hast du jetzt eine halbe Stunde gewartet, ne? 907. Sinnlos da rumgestanden, ne? Ach, der ist oben. Okay. Das ist scheiße. Scheiße. Los geht's. Der ist hochgefahren. Du bist 907, du triffst natürlich, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob der saß. Habt ihr gesehen? Der ist richtig vergammelt. Nur wenn er den vielleicht Proxy. Nee. Nennen sie doch die Brüder. Wir haben noch eine Rechnung offen, mein Freund. Na komm. Komm zu Daddy. Na komm. 907. Na, wo ist er denn? Scheiße. Hat gesehen, was immer. Wenn du da oben bist, macht es mal. Der nächste. Ja, ja, komm. Du kriegst noch einen. Der auch oben. Das finde ich so geil an dem Teil. War ich meine. Warte mal, ich fahre mit dem Wait. So 6-8. Ja, 2168. Junge, 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 Junge. Okay, let's go. Er hat's verstanden, 2168. Also, da sind sie doch, die Brüder. Na, schade. Ah, lassen die schmecken, komm, EBR. Lasse die schmecken, mein Freund. Gebounced, jawohl, an der Arti, geil, läuft, oder? Alles klar.
Ja. Die Burschen in ihren OP-Tanks, die waren am Anfang ein bisschen sehr optimistisch. Sind schön rangefahren vorne. Team ist schön ausgewichen. Muss man sagen, jetzt mal man das Random-Team loben. Wir haben uns dann alle verpisst, weil gegen die T95 da, Alter, haben wir es gar nicht. Auch im STB1 versuchen. Schön auf die Flanken ausgewichen. Und ja, ein bisschen genervt. Und die haben sich das so schön vorgestellt da in der Mitte, ne? Von wegen. So. Muss man sagen, das war jetzt ein recht gutes Random Team. Jawohl. Schön ausgewichen. Schön ausgewichen. Und man sieht es ja auch, guck, wo sind sie? 2000 Damage für T95 ist wenig. Ne? Der andere, guck mal hier vom Skill-Clan. Skill. Übrigens, Skill for LTU ist mein Lieblingsstreamer. Schaut den mal an. Der ist richtig geil. Der auch, ey. 840 ist eine Schande in dem Tank. Also, die sind da vorne da richtig so wie die Babos aufgekreuzt und haben gedacht, sie können sich da einen abfarmen. Und mein Team oder unser Team von den Zuschauern und von mir, wir haben gut reagiert. Wir sind auf die Flanke gefahren und haben sie dann langsam abgeschmatzt. So. Das war die Analyse. Drittes Spiel und dann machen wir Schluss für heute. Ja, und das ist die einzige Chance, wo du so ein bisschen mithalten kannst mit denen. Du musst schlauer sein als sie. Du musst die ausweichen, du musst sie flankieren. Ja, frontal brauchst du da gar nicht groß versuchen. Okay, TD Power, LV, LV, Foch, Objekt 268. Okay. Nur Zehner heute Abend. Gut, nehmen wir gleich die dicken Murmeln. Jetzt schauen wir mal, ob wir da spielen können. Ich glaube, wir fahren links. Nee, ich fahre mal rechts. Auf A6 rum. Mal gucken, ob das Team mitspielt. Da könnte ich ein bisschen Halldown spielen. Du musst halt immer gucken, was dein Tank für Stärken hat. Du musst es aber auch nicht unbedingt durchsetzen und auch immer unbedingt so spielen, was dein Tank kann. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann Rückhalter und spielen mit dem. Die Maus fährt hin. Maus? E100? Alles klar. Gut. Soll ich da hinstellen? Ich spiele die Flanke sehr, sehr selten. Ist egal. Wir haben Arti, wunderbar. Okay, das ist der andere STB1. Der hat sich auch gedacht und passt da mal rüber. Wie viele Klicke haben wir denn? Zwei. Ja, komm, jetzt verliert er wieder sinnlos HP da, mein Gott. Die Adi besorgt, der geht doch da einfach weg. Hinten haben wir einen FV, sogar zwei, glaube ich. Ja, und der Typ ist gleich tot. Läuft bei dir. Der kommt jetzt auch nicht mehr weg, glaube ich. Support. Und jetzt besorgt es mir die Arti. Warte mal, ich spot ihn schnell. Jetzt hat man den STB1 schön gesehen, den angehalten an der Kuppe und dann ist das Ding nochmal ein Stückchen runtergegangen. Geil, oder? Das ist das, was Spaß macht. Und das ist auch was, was Spaß macht, eine Arti im Game. Oh. Ich
fällt es irgendwie nicht ein, hier das Bauernopfer zu sein. Kein Bock. Lass mir doch nicht dauernd die Lebensenergie ziehen hier von der blöden Arti. Die sind, glaube ich, drüben sind sie durch. Reparieren wir mal alles. So. Verhungert doch, Arti. Ich bin nicht dein Opfer. Komm, scheiß drauf. Mal was auf. Kleiner Schwenk, den ich wahrscheinlich teuer bezahlen werde. Ist nix. Nö. Komisches Spiel, oder? Gut. Ob der saß, weiß ich nicht. PvP ist rüber. Okay, komm, scheiß drauf. Ich habe tierischen Respekt vor dem FV. Komm, scheiß drauf. Patient, patient. Oh, jetzt krieg ich's aber. Uiuiuiuiui. Mama. Ist egal. Es hat mich schon wieder angekotzt hier drüben. Da stand wieder alles rum. Ist egal. Und hier, das ist die Sorte mitdenkender TD. Die bleibt einfach da stehen. Das sind die Horst und die Ubes. Entschuldigung, ich will keinem Horst und Ube zu nahe treten.
Moment, hab sie gleich, die Burschen. Das war der andere. Ja. Der steht da halt, ne? Und da steht der aber auch 300 Spiele auf der gleichen Karte. Der hat genau seinen Plan von jeder Karte und er muss da immer stehen. Dass man vielleicht ein Stückchen vorrücken kann oder vielleicht hier ran, wie der andere FV, der seine Hilfe angeboten hat. Darauf kommt so der typische TD-Fahrer eigentlich nicht, ne? Guck, da stehen sie. Die stehen da, weil sie da immer stehen. Die gehen auch immer bei Aldi einkaufen oder bei Lidl oder bei Netto. Egal. So ist es halt. Das ist Random Gameplay. Ich sag's noch immer wieder. Raus hier aus dem Irrenhaus. Tschüss, Horst. Falls ihr Team Gameplay sucht, schreibt mich an. Wir bauen gerade einen Clan auf. Leute, wir brauchen Member. Ne? Ihr könnt bei uns ganz groß rauskommen. Und dann haben wir auch ein bisschen Teamplay und dann rücken auch die TDs ein bisschen auf. Ne? Und dann, wenn es Push heißt, heißt halt dann pushen wir einfach. Ne? So ähnlich. Ungefähr so. Ne? Also, wenn ihr Bock auf Team Gameplay habt, kommt in den Clan. Am besten in unseren. Wir sind schon. Oh, wie viel sind wir denn? Jetzt kommt's. Mann, Mann, Mann. Gibt es da Masseur bei euch? Also, ich habe so Nackenverspannung. Hier, wir sind schon 1, 2, 3, 5, 6 Leute. Also, ganz, ganz frisch und jungfräulich. Schreibt mich an. Aber man hat gesehen, der STB1, eben, wenn dann diese Kanone noch mal ein Stück runter geht, wenn er so in der Kuppe steht, das finde ich geil. Und darum macht er auch richtig Spaß, der Zehner. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, mal wieder eine Folge mit den drei Bots von World of Tanks aufzunehmen. Wenn Pascal, falls du dieses Video siehst, es endlich geschafft hat, den STB1. Aua, was habe ich denn hier? Zu kaufen. Ne? Okay, na dann, ihr könnt gerne abonnieren. Däumchen runter, Däumchen hoch, ist mir egal, interagiert. Ist scheißegal wie. Schreibt ein paar Kommentare. Und abonniert den Kanal, wie ich schon eben sagte, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, haut rein, wascht euch die Hände und bringt den Müll raus. Bis dann, ciao, ciao.